Hi, ich bin Marc. In der heutigen Folge von Volumen Trading 101 will ich nochmal ein paar weit verbreitete Footprint-Strategien ansprechen. Viel Spaß! Ich bin jetzt hier an meinem PC und ich werde jetzt mal noch ein paar gängige Strategien vorstellen, speziell zum Thema Ablehnung und Ratios, die man so finden kann. Und zwar werde ich jetzt erstmal erklären, was ein Ratio ist, was es für unterschiedliche Ratios gibt, was der Sinn dahinter sein soll, und dann werde ich mal noch ein Beispiel dazu zeigen. Ja, prinzipiell soll ein Ratio mir eine Ablehnung bzw. dir eine Ablehnung am Hoch- oder Tiefpunkt anzeigen. Das wird folgendermaßen gemacht. Du kannst jetzt hier sehen, das ist jetzt hier der Bund Future. Ich nutze jetzt hier gerade Wolfix, weil das von vielen Leuten genutzt wird. Das ist der Bund Future vom 7.8. und es wird hier nach der Eröffnung ein Hoch gemacht. Und um jetzt ein Ratio auszurechnen, machst du Folgendes. Es wird ein neues Hoch gemacht und ein Ratio, ja, nachdem diese Abwärtskerze hier quasi stattgefunden hat, dann teilst du bei einer Abwärtskerze die 301 geteilt durch die 30. Das bedeutet, du nimmst das Volumen im Ask, gehst zur zweitobersten Stelle in der Kerze, das ist die 301, und teilst das durch die 30. Da kommt dann ein Wert von 10 raus. Das ist ein normaler Wert. Man sagt, dass über 28, dass man da dann eine Ablehnung sehen kann. Dann wäre das hier oben ein Small Print. Also die Logik dahinter ist, wenn hier die 301, beispielsweise wenn hier eine 1 steht, dann ist das Ratio 301 geteilt durch 1, also 301. Das bedeutet dann mit der Logik, dass die Preise abgelehnt wurden, weil hier noch 301 Kontrakte gehandelt wurden, aber dann hier auf einmal extrem viel weniger gehandelt wurde. Das ist diese Methode, die man da versucht anzuwenden. Und das macht man eben immer überhalb einer abwärtsgerichteten Kerze am Hoch und das macht man unterhalb einer grünen Kerze am Tief. Das werde ich jetzt hier auch nochmal zeigen. Wir haben jetzt hier ein neues Tagestief gemacht und bei einer abwärtsgerichteten, hier bei einer Umkehr jetzt auf der Long-Seite, würde man jetzt im Bid gucken, wie viel hier noch reinverkauft wurde, die 477. Und das würde man durch die 83 teilen, also 477 geteilt durch 83. Und das ist jetzt natürlich kleiner als 28, das heißt, das wäre jetzt nach Definition keine Ablehnung. Wie gesagt, ist wieder derselbe Sinn, wenn hier noch extrem viel reinverkauft wird, aber hier dann auf einmal deutlich, deutlich weniger, dann versucht man daraus eben eine Ablehnung schlusszufolgern. Ich kann dir aber sagen, dass eine Ablehnung komplett anders funktioniert und dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Was man hier jetzt auch noch sehen kann, ist, dass der Point of Control dieser Kerze hier, also das ist der Punkt, wo das meiste Volumen gehandelt wurde in der Kerze, dass der jetzt hier in der Lunte liegt. Und was auch eine sehr gängige Methode ist, um eben diese Extrempunkte zu handeln, ist, dass man sagt, okay, hier ist jetzt der Point of Control in der Lunte, die Kerze schließt drüber, dass man dann da einen Long Trade macht und das auch als Ablehnung ansieht quasi. Wie du jetzt hier sehen kannst, das hätte jetzt hier nicht funktioniert und das macht auch so gesehen überhaupt keinen Sinn, weil hinter einer Ablehnung, da stecken ganz andere Prozesse, da braucht man auch ganz andere Tools oder ein ganz anderes Wissen, um das wirklich so gesehen handeln zu können. Es gibt auch verschiedene Arten von Ablehnungen. Das war jetzt das Ratio Bounce High. Ich werde jetzt einen Ratio Bounce Low erklären. Das ist eine andere Art. Dahinter steckt das Prinzip der Absorption oder Stopping Volume, wird das auch genannt. Und zwar handeln wir hier wieder am Tief, wie du sehen kannst. Und die Vorgehensweise bei dem Ratio Bounce Low ist jetzt, wir teilen wieder an einer aufwärtsgerichteten Kerze am Tief wieder das zweitunterste Preisniveau auf dem Bid geteilt durch das unterste Preisniveau auf dem Bid. Also in dem Fall hier 5 geteilt durch 1478. Ein Richtwert ist hier 0,6999. Alles darunter wäre dann eben ein Ratio Bounce Low. Das bedeutet, man will halt eben sagen, dass hier dann eine Absorption stattgefunden hat auf diesem Preisniveau. Also im Prinzip diese Ratios,
Da wird quasi behauptet, wenn wenig Volumen am Hoch oder am Tief gehandelt wird, ist es eine Ablehnung. Und wenn viel Volumen am Hoch oder am Tief gehandelt wird, ist es eine Ablehnung. Das bedeutet, eigentlich ist ja eigentlich fast alles eine Ablehnung, außer, sagen wir mal, ein mittelmäßiges Volumen. Das heißt, da gerät das Ganze schon an die Grenzen. Und man sieht ja auch hier, wie das Tief immer und immer wieder angetestet wird. Das ist das komplette Gegenteil von der Ablehnung. Wenn dann eben am Hoch oder am Tief so ein Ratio entsteht mit einem Wert über 28, dann spricht man von einem Small Print. Und wenn da ein Ratio entsteht unter 0,6999, dann spricht man von einem Small Print. Wenn das Volumen am Extrempunkt zwischen 1 und 9 ist, spricht man dann von einem Single Print. Und ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, wo das Ganze herkommt, dieses Wissen. Da kannst du gerne mal auf den YouTube-Channel schauen, Order Flows. Und das kommt aus dem, weiß ich, amerikanischen oder englischen Raum. Und das ist ein Trader in Anführungszeichen, der behauptet, bei Banken wie JP Morgan oder der Commerzbank gehandelt zu haben. Und ja, von dem kommt das ganze Wissen. Und man sieht in den Trades, wie er im Future-Bereich mit einem Kontrakt handelt. Da ist natürlich die Frage, ob ein wirklich erfolgreicher Trader, der bei solch großen Investmentbanken gearbeitet hat, ob der nicht vielleicht etwas mehr Geld hätte, um mehr als ein Kontrakt im Future zu handeln. Deswegen wäre ich da an deiner Stelle auch sehr, sehr vorsichtig. Ich will da nichts unterstellen, aber ich wäre da entsprechend vorsichtig. Du hast jetzt in diesem Video gelernt, wie es nicht funktioniert an der Börse. Wenn du jetzt aber wirklich sagst, du möchtest erfolgreich werden, du möchtest ein profitabler Händler werden mit den ganzen richtigen Tools und den Strategien, die es zum Beispiel mir ermöglicht haben, innerhalb von 30 Tagen profitabel zu handeln, dann ist vielleicht das Karriereprogramm was für dich. Schau mal vorbei auf www.heldenthal.com.